Gibt es Ad? Ja, pass auf, also ich habe jetzt herausgefunden, wie das funktioniert, ne? Also Mike hat es mir gesagt, er hat sich mich wieder erinnert. Denn Sora ist einfach durch sein Gehirn gegangen und hat alle seine Backblöcke zerstört und jetzt wusste er natürlich, weil er sich zu allen Nein sagen muss. Danke, Mike. Ich bin intelligent. 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 Interland. Die haben auch gesagt, scheiße mal auf die Blöcke, ne? Stört nichts von wegen Blöcken? So überspringen. Ich hab zu Alex. Nein, ich hab ja gesagt! Alex, ernsthaft. Ich hab zu Alex gesagt, mach was du am besten kannst. Sei ein Arschloch. Ihr müsst wissen, Alex ist ein Arschloch. Er ist böse. Meine er mag keine Menschen. Er beleidigt sie immer. Ja, meine Fresse beleidigt gerne Mike. Geht grad nicht. Nein. Meint er, na gut. Ich hab Nein gesagt, dann meint er, okay, mach ich trotzdem. Richtiger Otto, ey. Nein, ich bin ihm gefallen. Ich meine, welches Kind heißt Selfie, ey? Oh, Scheiß. Die Eltern haben das bestimmt gehasst. Okay, ist alles in Ordnung, na sicher. Ein paar Blöcke. Hula, hula, hula. Holla, 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 holla. So, jetzt. Eigentlich habe ich bloß ja gesagt, damit ich nochmal Titus verprügeln kann, weil ich ihn hasse. Oh, das letzte wird lustig. Da musst du mit Zeiten spielen. Du musst schneller und langsamer sein, langsamer und langsamer und schneller und schneller. Ich weiß. Hast du es schon gesehen? Ja. du hast 9 Sekunden Zeit. Aber glücklicherweise habe ich ja unten den Timer, ne? Ach, die sagen dir nicht mal, wie lange du gebraucht hast. Nein. Du sollst einfach nur selbst drauf kommen. Oh, ich warte jetzt mal so lange. Und ich warte auf 45 Sekunden. So. Verschätzt. Wrong, motherfucker. Fast so schlimm wie das Chatspiel bei Ocarina of Time, ne? Ja. Ach, du hast du einen neuen Partner gefangen? Ja. Aber es ist immer noch das Gleiche. Ja, ich hab doch aus Versehen Ja gesagt. Aber du wolltest die Welt doch in einem Part beenden. Im Moment nicht. Was? Warum schlägst du einem eine Bitte ab? Naja, was soll's. Übrigens wollte Wacker was von dir. Nein. Wollte er nicht. Hab ich gehört. Hey, Wacker, Wacker. Hey, Sora, halt die Fresse, Wacker. Du bist nicht Ash. Geht hab nicht. Ihr werdet es nicht glauben, Jungs, aber Tidus ist in einem Haufen Blöcke gefangen. Was? Hat er bloß wieder das Böse da geschafft? Was steht hier so angewurzelt rum? Helf mir lieber hier raus! Bleib mal, will ich dann noch übrig. Warte, ich bin unterwegs. Warum weil habe ich dich jetzt davon dann gesagt? Habe ich sterben lassen und geh mein Thug live als Thug? Du bist eh nur eine Illusion, Digga. Boom, alle tot. So, was war daran jetzt so schwer? Wo sind wir, Leute? Ich habe geträumt, wir wären ganz weit fortgerissen worden. Hey, hey, jetzt mal nicht so verpennt, Tidus. Und nun? Wir sind immer noch nicht, woher die Blöcke kommen. Da müssen wir uns irgendwie mit den Dingern anfreunden. Entschuldigung, ich hätte euch sofort helfen sollen. Dann wäre die Sache vielleicht anders verlaufen. Ach, macht immer deswegen keinen Kopf. Lass uns lieber eine Runde Blitzballen zocken. Genau, vielleicht haben wir dann noch eine gute Idee. Okay. Dank. Hey, was geht dir vor? Ende. Alles vergessen. Karte halten. Was? Wer war die? Okay, Tick, Trick und Track. In Stadt Traverse zu Sid schicken, ne? So, du musst einfach eine richtige Reihenfolge machen. Ja, das ist scheiße. Zusammen, dass hier nur die englischen Namen stehen. Ja, und hat einer das übersetzt. Hallo. Oh, hallo, wer auch immer du bist. Komm, ja, scheiß drauf. Ja, du das übersetzt. Was soll ich jetzt als erstes machen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich finde die Übersetzung nicht. Du sollst, Huey retten. Und dann Huey. Und dann Louie. Und dann Huey, dann Louie, dann Huey, dann Louie, dann Huey, dann Huey. Mach einfach immer eine andere Reihenfolge. Okay, warte, hier unten ist noch ein Gegner. Schon was von wegen Gegner besiegen. Nö, du sollst sie einfach nur retten. In einer gewissen Reihenfolge. Ja, weil hier gerade Gegner rumlatschen. Das hat mich jetzt ein bisschen gestört. Ja, rette einfach irgendwen. Und merk dir, dass du den nachher nicht als erstes retten darfst. Ja, aber ich habe immer noch 2 andere. Weißt du, es ist ja so, bei 9 Gegnern, bei 3 Leuten, die ich retten kann,
gibt es ja Möglichkeit 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1. Es muss immer ein anderer Erster sein. Ja, die anderen sind egal, oder was? Erst musst du... du musst erst Yui retten, dann sollst du Yui retten, dann sollst du Louis retten. Ich habe keine Ahnung, wer Yui ist. Auf welcher Seite bist du? Der guten Seite, ich benutze mal Google. Nein, auf der Spieletipps-Seite hat das jemand unter... Die habe ich schon geschlossen. Ah, okay. Blau, grün, rot. Was kriegst du mal? Da kriegst du mal gar kein Ende, oder was? Ich glaube, machen wir Google Bild auf eine Hui, Dui, Lui. Ich glaube, Yui ist der Rote. Okay, also erst den Roten. Ja, Yui ist der Rote. Rette erst den Roten. Okay. So, wer ist Yui? Die Frage ist, wer ist Pewie? Yui ist der Blaue. Okay. Dann ist Louis der Grüne. Okay, grün passt zu Louis. Warum auch immer ich das jetzt denke. Okay. Gut, rette den Roten. Den dann retten. Dann musst du halt den Blauen retten und dann rettest du den Grünen. Ich hab dann aus. Nein, gesagt, aus Versehen. Sid, möchtest du noch was kommt? Okay. Okay. Track. Keine Ahnung. So, tschüss. What the fuck? Warum sind diese badass Gegner gerade? Als ich dir das letzte Mal zugesehen habe, da hast du in 2D gespielt. Warum ist das Spiel jetzt 3D? Das Spiel war immer 3D. So, alles okay? Und der die Typ Reisen wohl bei mir, vielen Dank, Mann. Ist der Typ mit blonden Haaren Donald Duck? Ja, für dich schon. Gut, jetzt rette nochmal den Roten. Der Typ in der schwarzen Kutsche meinte, dass ich die Leute, die ich treffe, sofort wieder vergessen würde. Er hat recht, ich habe wirklich alles vergessen. Außer dieses komische Gefühl. Ich fühle mich einsam. Ich habe so ein komisches Stechen in der Brust. Herzinfarktrisiko! Okay, Mann. Mike, erklär ihm, was er machen muss. Er hat einfach zu viel Chips und Pizza gefressen. Das kann mal passieren, das ist Anfängerfehler. Mache Sport. Das ist Alex' Tipp. Mach Sport, Wasser und Tee. Und sobald du deinen linken Arm nicht mehr spürst, ist gefährlich. Wenn ich die anderen völlig vergessen hätte, könnte ich sie doch gar nicht vermissen. Aber das würde ja bedeuten... Wenigstens eine Erinnerung habe ich noch. Zumindest die mit ihnen. Was? Zumindest die mit ihnen verbundenen Emotionen. Gäbe es doch nur einen Aufhänger, dann würde mir schon alles wieder einfallen. Kommt Zeit, kommt Rat. Also los. Suchen wir uns einen Rat. Gut, jetzt rette Rot. Dann rettest du Grün, dann rettest du Blau. Jetzt mache ich mal eine Pause. Was? Zuerst? Nochmal den Roten retten. Nein! Doch, nochmal den Roten retten. Als erstes. Ja. Warum? Ich frag mich, was passiert, wenn du noch mehr Alternativen versuchst. Aber du sollst jetzt den Roten retten. Den Roten habe ich gerade eben schon als erstes gerettet. Du sollst den Roten retten. Ey, Digga, ich trau dir nicht. Digga, du sollst den Roten retten und dann statt dem Blauen den Grünen. Okay. So, jetzt kann ich die jetzt rette das rote Entlein. Quack, quack, quack. Grabi-Bombe auf Stufe 75. Mit Eis. Bist du ganz sicher rot? Rette das rote Entlein! Wenn ich ja gesagt habe, dann gibt es kein Zurück mehr, ne? Rette das perfekte rote Entlein. Ich hab's gerettet.
Verarscht. Prank. So, jetzt rette das grüne Entlein. Ich hab Angst. Was, wenn das grüne Entlein mich hasst? So, grünes Entlein. Und jetzt darfst du erst das blaue Entlein retten, an dem du gerade einfach so vorbeigelaufen bist. Ja, im Original war es ein bisschen schwieriger. Boah, kann ich auch mit dir reden? Ja, Sid möchte, dass du nach Hause kommst. Okay. Gut gemacht, sie haben irgendwas anders gemacht jetzt. Sie haben ein alternatives Ende freigespielt. Sie sagen jetzt andere Dinge. Nachdem sie diese Typen besiegt haben. Schon wieder. Besiege alle Herzlosen. Du hast doch auch kein Herz. Psst, ich sollte mich nicht selber sehen, das geht zu deep. Das wäre zu deep hierfür. So, Siede. Was? Einfach weiter, der sagt ja was anderes. Einer ist immer noch nicht zurück. Hm, komisch. Ob die Reihenfolge falsch war? Hä? Tja, siehst du, einer hatte keinen Bock zurückzukehren. Einer hat sich verlaufen in diesem großen Raum. Jetzt rette den Grünen. Und dann? Dann rettest du den Blauen. Dann den Roten? Ja, du musst halt einfach nur verkehrt machen wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal hast du den Roten, dann den Blauen, dann den Grünen gerettet. Jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt retten wir den Grünen. Da kommt schon gar keiner mehr zurück. Alle sind tot. Okay, also zuerst Grün. Tschüss. Dann rettest du Blau. Hey, du. Blau. Jetzt rette Rot. Fight! Komm, ich laufe gerne nicht rein, ey. Bam. Besiegt. Jetzt rette ich Rot. Hey, du. Geh mal zu Sid. Sid, komm. Hahaha! Schon wird er was anderes sagen. Warte, erst muss ich die Herzlosen besiegen. Du musst dich selbst töten? Nein, das ist immer noch zu deep. Das ist Kingdom Hearts, das muss deep sein. Das ist deep shit, motherfucker. Das ist deeper als deine Muttersprüche. Ey, und Digga, nichts ist deeper als deine Muttersprüche. Denn nichts so deep wie deine Mutter. So. Perverse Andeutung abgehakt. Jetzt gehen wir zu Sid. Dann musst du den Part beenden. Ey, Mann. Sid ist nicht mehr da! What the fuck? Leute? Nanu, Sid ist weg! Hat jetzt etwa der sich verlaufen? Ob die Reihenfolge falsch war? Nein, Sid ist tot! Sid ist tot, aber das sagen wir euch nicht. Im nächsten Part, Bad im Meer. Bis dann, ciao. Das war genug für heute.